Das erste Frühstück zu Hause wieder. Ich habe mir das Brot so vermisst. Die U-Bahn. Ich habe die U-Bahn so vermisst. Lachen. Ich glaube, da haben auch ein paar Leute gelacht. Ja, da macht sie keinen Hehl raus aus ihren Liebeleien zu Berlin. Der Fakt ist, wir genießen das erste Frühstück zu Hause, bevor wir uns wieder in den Alltag stürzen. Hallo, liebe Leute. Während ich weg war, habe ich doch glatt oder wurde doch glatt über eBay zwei, drei Sachen verkauft von mir. Kleinigkeiten. Und zwar einen Rasierapparat, den ich ja nicht brauche. Oder mal wieder bräuchte, je nach Einstellung. Und zwar bin ich mal gespannt, ob ich das jetzt auch alles finde. Der gute Braun Rasierstab. Wer kennt ihn nicht? Das Ding ist nagelneu, unbenutzt, New Old Stock, mit Zubehör und Originalverpackung. Ein absolutes Sammlerstück. Schaut mal. Mit Pinselchen. In makellos. Beschreibung. In Schwäbisch Hall gekauft. Schaut mal. Tippitoppi. Einwandfrei. Da kommt die Monozellerin. So ein Riesending. Ist was für ein Sammler. So ein schönes Stück. So, nochmal geschaut. Das Ding ist wirklich neu. Das ist wirklich top. Ja, also fantastisch. Das ist verkauft. Für nicht mal so viel Geld, wie ich finde. Also für so einen Braunsammler ist das, glaube ich, nicht viel Geld. Dann war noch ein Button. Den zeige ich euch jetzt auch. Natürlich kein Button, sondern ein Patch von den Berliner Sängerknaben. Das Ding ist verkauft. Dafür brauchen wir noch einen Karton für das Ding und dann sind wir fertig. Ich sitze jetzt hier in meinem Kämmerlein und wollte erstmal das ganze Videomaterial durchrendern. Bin da gerade bei über 7 Stunden. Ich weiß gar nicht wieso. Gerade mal 30% geschafft. Er rendert ja auch schon 3 Stunden. 7 Stunden noch. Naja, gucken wir mal. In 7 Stunden ist es 21 Uhr. Dann ist er durch mit Rendern. Hoffentlich. Okay, dann machen wir das halt. Dann ist es halt so. Da steht's. Ja, da wird es mir auch wieder glaubt. Da. 7 Stunden 10. Und das ist ja nur von einer Kamera. Ich habe ja 2 Kameras bei gehabt. 2 Perspektiven. Bei der einen ist der Ton bescheiden. Ne? Deswegen da ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Und was ich gemerkt habe, das Mikrofon. Ich habe ein externes Mikro angeschlossen, damit die Außenaufnahmen auch schön sind für euch. Aber irgendwie hat die Verbindung nicht richtig hingehauen. Dadurch, es hat einfach nicht funktioniert. Gleichzeitig Laden plus Mikrofonausgang plus Laden, Stromeingang. Das Thema hatten wir ja schon öfter. Es funktioniert nicht bei der GoPro 7. Ja, das funktioniert nicht. Also ihr könnt ein externes Mikro anschließen, aber ihr könnt nicht gleichzeitig laden dabei. Irgendwie harmoniert das nicht richtig miteinander. Und deswegen habe ich letztlich dann auf das externe Mikro verzichtet. Habe das interne wieder benutzt. Also wundert euch nicht, wenn ihr da im Ton einen Unterschied habt von einer Aufnahme zur anderen oder so. Ja. Gut, das war es erstmal jetzt von mir hier. Ich melde mich nachher nochmal, wenn das dann durchgerinnert ist. So, Marlies, komm, wir stoßen mit den Grömitz-Tassen nochmal an. Hast du auch den Grömitz? Du hast auch den Grömitz. Grömitz? Durch die Wäsche durch. Durch die Wäsche durch. Ja. Machen wir mal hier Platz jetzt für die Eierküchlis. Heute gibt es Eierkuchen. Weil wir nicht einkaufen gehen konnten. Genau. Die große Reste verwerten. Aber die Kinder freuen sich deswegen. Ja, genau. Gestern sind wir ja zu spät nach Hause gekommen. Hatte nichts mehr offen zum Einkaufen. Und das wäre zumindest zu knapp geworden. Wir waren um 8 Uhr hier. Da hätten wir sofort losrennen müssen. Morgen können wir einkaufen gehen. Immerhin. Heute nochmal so. Reste. Kinder, Pause. Pause und Essen. Dankeschön, Mama. Ja, bitteschön. Genau, und einen guten Appetit euch allen. Danke fürs Machen, Mama. Ja, kein Problem. Ja, kein Problem. Das ist doch Familie, oder? Guten Morgen, liebe Leute. Der Alltag hat uns wieder. Jo, also, die Kinder sind in der Schule jetzt. Katastrophe am ersten Schultag. Blumen hat ihren Schulrucksack zu Hause liegen lassen. So.
mal machen. Da kann ich nichts machen. Ich kann auch nicht hinterherfahren oder so. Ihr den hinterherbringen. Das geht nicht. Die Zeit habe ich nicht. Muss er heute so klarkommen. Ja, ansonsten alles gut. Jetzt starten wir mal in den Tag und schauen mal. Also das Video. Oh Mann, das Video. Oh, das Video. Das Urlaubsvideo, das hat gerendert. Erstmal, das habe ich erstmal gerendert. Das hat 10 Stunden gedauert insgesamt. Meine Herren. Letztlich waren es über 10 Stunden. Dann habe ich es geschnitten gestern, den ganzen Tag lang. Und es ist ein typisch langweiliges Urlaubsvideo geworden von Tommy. So typisch der Tommy-Stil. So. Nicht aufregend, keine Musik eingebaut, keine Effekttascherei. Es ist, wie es ist Realität. Haut nah. Ja, weiß ich gar nicht, ob ich euch das um die Ohren ballern soll, weil wir sind anderthalb Stunden jetet. Na gut, okay. Also, das war erstmal von hier. Und heute schaue ich mal, was heute so los ist. Weiter aufräumen in der Bude. Das ist noch lange nicht fertig. Wir müssen noch ein bisschen umgestalten. Ich muss ja meine Sachen weitermachen und ich muss so langsam wieder anfangen, Geld zu verdienen. Roman, macht mich wahnsinnig. Weißt du, wo die Tasche war? So. Sie hat doch noch mal gebastelt. Und weißt du, was vorher war? Anouk sagt, Blumen, wo ist deine Schultasche? Und Blumen sagt, ich weiß nicht. Und Anouk meinte dann zu ihr, ach, dann hat Papa die bestimmt schon mitgenommen. Und sie so, ach ja, stimmt. Mhm. Ja, aber dass sie gebastelt hat, daran kann sie sich nicht mehr erinnern. Da ist die Schultasche. Ich hab sie geholt aus, ich geh ins Zimmer zu Ona und denk so, was ist das? Ich nehme die Tasche rein, mach los was. Und ich seh dich nicht. Ich hab ja alles vorne hingestellt. Weil, damit die heute alles nur nehmen müssen. Aber Lumen hat ja nochmal den Fernseher gebastelt. Das war ja eben gerade, hat sie das gemacht. Nein, hat sie nicht gemacht. Hat sie gestern Abend gemacht. Hat sie gestern Abend gemacht? Ja, hat sie mir gestern Abend schon gezeigt, wir wollten dir nur zeigen. Ah, okay. Und sie kann sich nicht mal. Nee, sie kann sich. Aber sie ist ja sauer auf uns, denn auch. Ja. Sie kann sich ja nicht mal daran erinnern. Das sind die Stuhlbeine. Ich habe alles gestern so schön vorbereitet, ja. Ja, und heute geht alles schief. Ja. Alles. Guten Morgen. Ja, wie geht es dir? Alles gut, ja? Gut, jetzt das Hollandrad weitermachen, reparieren, aber geht keiner ran. Er meinte, er hat die Ersatzteile bekommen, hat er mir gestern eine Nachricht geschrieben, ich mich mal melden soll. Leider geht er nicht ran, er wird schon zurückrufen, der gute Mann. Morgen. Guten Morgen. Also nochmal, guten Morgen. So, die Taschen. Kommt alles ins Auto. Das. Und die Dinger. Das kommt ins Auto und in die Garage. Was möchtest du? Anouk trainieren, wenn sie jetzt Kindermarathon mitmachen will. Wenn man 4 Kilometer laufen, höchstens ist es 5. Jeden Tag, spätestens jeden zweiten, musst du laufen. Laufen. Aber weißt du, ich kann sogar heute und dann den zweiten Tag, den späten zweiten Tag, habe ich ja gleich wieder Sport. Da rennen wir ja. Nicht wehtut sozusagen, damit du das leisten kannst. Also ohne Seitenstich. Na, wir gucken mal. Wir gucken mal, ob wir das hinkriegen. Samstag, Sonntag habe ich keine Zeit, aber Sonntag kann ich schwimmen. Jetzt schon keine Zeit mehr? Ist noch nicht mal angefangen. Ja, wir werden mal sehen, ne? Hallo. Bin da. Teil ist auch da. Hoffentlich jetzt das Richtige. Richtige Länge, richtige Aufnahme. Dann können wir heute die Gazelle wieder zusammenschrauben. Also bis zum Kaffee bin ich noch nicht vorgedrungen. Eine herrliche Schaumschicht. Da war er. Geht los. Und dann wollte ich heute noch nachfragen bei Robert. Ach, wegen dem Video. Wegen dem Video. Wegen Wolle. Wolle-Video. WW. Ja, mal schauen, ob er das geschnitten hat. Bestimmt hat er das schon geschnitten. Bestimmt wird er auch schon mal angerufen haben, vielleicht. Oder so, weiß ich ja. Mal gucken hier. Mensch, ihr schreibt alle Nachrichten.
Ihr könnt keine Nachrichten schreiben. Was mit den Kindern? Alles klar? Blumen die Kinder waren alles super. Ja, alles super. Sie möchte auch, dass das so bleibt im Auto, mit so voll gepackt. Vor sich und so. Ich sage, nee, bleibt nicht so. Ich muss das alles raus. Und Sichtschutz oder was? Nein, ich wollte, dass das die ganze Zeit vor ihr war. Ja, jetzt nur diese riesen Tasche. Ah, das sieht gemütlich aus. Ich möchte, dass das so bleibt. Na, wenn ich mir dann ihre Wohnung vorstelle später. Ja, da habe ich auch was. Gottes Willen, ey. Nein. Naja, Müll ist es ja nicht. Höhlen. Also gemütlich so. Also ich glaube, die könnte nicht in so einem Loft oder so, da würde die sich nicht ganz so wohlfühlen. Die braucht ihren kleinen Raum, zumindest bräuchte sie da ihren kleinen Raum oder sowas. Also ich werde heute Tretlager montieren, damit dieser Auftrag endlich weg ist, weil ich belastet sowas immer ungemein, wenn ich irgendwas noch zu tun habe. Nicht, weil ich was zu tun habe, sondern weil das noch offen ist. Und weil es so halb gemacht ist. Zu tun hat man ja immer was. Irgendwie, da gibt es ja noch eine Menge zu machen. Ich muss noch ein Regal bauen, steht da noch dran. Und ich muss noch die Glühbirnen im Bad tauschen. Aber da mag ich wenigstens das eine von meiner Liste streichen. Jetzt gleich unten mit euch zusammen nach dem Frühstück. Also, bis gleich. Ja, voll. Hast du sie? Apfel. A apple per day keeps the doctor away, Horst Fuchs gesagt hat in seiner Verkaufssendung immer. Tada! So, ich bin im Land. Und jetzt geht's los. Ich muss mich erstmal wieder akklimatisieren, eingewöhnen hier, was es hier zu machen gibt. Dieses Jahr muss ein bisschen Deko weichen, glaube ich. Also da muss ich ein bisschen über das Schild freue ich mal jedes Mal hier. Fahrzeug in Berlin, Tommy Müller. Die Deko bleibt natürlich. Die Deko von euch, die bleibt. So, was haben wir hier? Unser Traumstückchen. Unser Traumstückchen vom letzten Jahr. Blach. Furchtbar. Das Problem ist, jetzt ist schon eine Weile her, wo ich es auseinandergenommen habe. Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Mensch, wie war das jetzt? Wo liegen denn die ganzen Teile? Ich schau mal, dass ich das halt noch zusammenkriege und dann Tretlager rein und ja, ich guck mal. Jetzt gibt's ja hier auch noch vorne und hinten, ne? Also, Lager hab ich. Kommt her, schaut an. Das ist das Lager, das neue. 133 mm lang, so wie das alte auch. Und das ist hier diese neue alte Abdeckkappe, die hoffentlich für diesen, wo ist er? Hier. Für diesen Kettenschutz. In diesem Kettenschutz kompatibel ist. Mann, Herrgott, hey Mann, das ist aber auch, das muss da nicht alles runterfallen. So. Und ich vermute mal. Ne, so macht gar keinen Sinn. Tatsächlich denn so. Oh, irgendwie komme ich gerade nicht klar hier, der Materie. Hä? Boah, wenn ich mich jetzt hier ewig rumquäle an diesem Ding, ey, dann, da habe ich aber auch nichts von. Passt nicht. Mann. Das passt nicht. Ich werd irre. Wieso passt denn das nicht? Nie wieder. Gazelle, die Bauart, nie wieder. Boah, ey, ich holz das Ding jetzt ran, zusammen und fertig. Interessiert mich nicht. Ich suche erstmal alles, was ich brauche, zusammen hier, weil irgendwie, das ist ja jetzt alles total Chaos. Gerade, das nervt mich absolut. Das ist richtig Chaos gerade. Mir fehlen nämlich die ganzen Sachen. Alles, was ich brauche, das ganze Werkzeug fehlt mir jetzt, weiß ich gar nicht, wo das ist. Die Einschlaghülsen und so. Dann jetzt weiter. Hammer! Das ist die bescheidene Seite. So, jetzt bin ich mir überhaupt nicht sicher, was wie rumkommt. Vom logischen Verstand her würde ich sagen, das nach vorne. Aber was hat Holland mit Logik zu tun?
Eigentlich so hier, aber warum ist denn hier keine Halterung? Warum ist denn da keine Führung? Ich verstehe das nicht, Kinder. Es hilft mir doch mal. Ey, dieses... So. Das wäre doch eine Maßnahme. So. So würde es auch halten. Aber dann da wieder nicht. Also das macht für mich keinen Sinn. Irgendwie scheint das nicht zu passen. Ganz ehrlich, ich muss jetzt sagen, jetzt einfach so sagen, wie es ist. Wenn ich das so hier reinmache, das macht doch keinen Sinn. Das kippt doch weg hier. Was soll denn das? Sperrt doch. Für mich macht es echt wenig Sinn. Ist das ein Fehlkonstrukt oder was? Baue ich es falsch ein? Kann ja auch sein. Wie auch immer, ich bring's jetzt an. Mit da vorne, wie gesagt, würdest du denken, so ist okay. Das sieht doch anders aus. Das ist nicht so wie das alte. So, wie auch immer. Das dahin. So, das muss ja auch alle dahin. So. Es ist so ein Quark, ey. Wer baut denn sowas? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine sehr gefragte Konstruktion war. Bevor ich es abbreche, muss ich kurz pausieren, weil ich gerade wütend bin. Nochmal. Ich kann ja alles Mögliche, wa? Also, ich kann ja alles Mögliche, ich werde ja auch an. Aber ich kann ja wirklich viel. Ich kann Uhren reparieren und. Und ich habe auch viel Geduld. Auch. Aber sinnfreie Konstruktionen strapazieren meine Geduld. Ey, wieso zur Hölle passiert jetzt hier nicht mehr drin? Das macht keinen Sinn! Ah. Mann, ey. Guck dir das doch mal an. Guck dir das doch mal an. Wie soll denn das funktionieren? Wie soll ich denn das? Leg mich voll auf. So. Irgendwie so, ne? Irgendwie so. Auf alle Fälle. Ich bin stinksauer. Ich bin stinksauer, weil das hier alles nicht so richtig passt. Weil rein von der Logik her passt das hier alles nicht. Das ist nicht optimal, das ist nicht schön, das ist nicht toll, das ist total. Das ist so richtig. Ich könnte. Und er hat da mir noch irgendwelche anderen Teile mit ihm, irgendwelche Bremshebel und so was. Und ich hab das. Ich finde das jetzt hier alles. Ach, das liegt hier oben drauf, Gott sei Dank. Ich krieg die Krise gerade. So, wie auch immer, tut mir leid, es ist drin, das Lager, eingebolzt, wird halt einfach auch nur eingebolzt, mehr ist es halt nicht. Dann kommen die Tretarme wieder ruf. Jetzt sehen wir mal einen großen Schritten voran hier. Ja, die laufen doch gar nicht, die laufen ja immer noch nicht. Die laufen ja gar nicht so, wie sie laufen sollen. Ich verstehe das System hier nicht, ehrlich gesagt. Weil dieses System funktioniert so nicht. Guck dir das doch mal an hier.
schleift trotzdem das Kettenblatt. Keine Ahnung, also da war irgend so ein Pinüppel dran. Keine Ahnung, wozu der ist, was der hält, was der macht. Ich weiß es nicht. Aber die Kettenlinie stimmt da überhaupt nicht. Also ich krieg die Krise gerade. Ich krieg gerade richtig die Krise. Ich baue jetzt nochmal alles aus. Ist denn die Seite jetzt hier anders als die andere Seite oder was? Regt mich alle auf hier. Der Akku ist kaputt. Oh. Okay. Eine USB-Buchse funktioniert noch. Es ist länger. Da nicht mal hinschreiben. Rechts, links, links, rechts. So. Das Lager ist drin. Die Kettenradgarnitur baue ich gerade ein. Es ist wirklich ein bisschen nervig hier mit diesem Ding hier dran. An diesem Rad ist alles nervig eigentlich. Ich möchte es nicht empfehlen zu kaufen. Plastik. Diese Plastikteile, die rauben hier den Verstand. Überall nur noch Plastik heutzutage. Jetzt stimmt die Kettenlinie auf alle Fälle wenigstens so halbwegs. Meine Güte. Halbwegs. Also hier ist ja sehr flexibel. Ne? Ich weiß ja nicht, wie ich das hier euch zeigen soll. Damit ihr seht, was das für ein Schnulz ist. Bitte holt euch kein Hollandrad. Okay. Also nicht diese Modelle hier, weil das ist wirklich schnulli. Völlig absurd, um diese Ding hier legen. Also völlig absurd. Völliger totaler Knallkopf-Humbug. Das muss jetzt hin auch holen. Mensch, wenn das alles so ein bisschen einfach heben würde, so ein bisschen mit benutzerfreundlich, wartungsfreundlich, was auch immer. Hab mir ja wieder beruhigt jetzt. Ja, gut. Die Schrei- und Trotzphase ist abgeschlossen. Die Anfallphase. So. Tobsuchtsanfälle. Was bin ich froh, dass ich eigentlich Ferien habe. Ah, jetzt kann ich das wieder nicht einhängen hier vorne, oder was? Ist nicht dein Ernst, ey. Hier noch den. Komm hier. Komm, bitte, bitte. Ach, bitte schön. Ach, bitte, bitte, bitte. Komm. So, da haben wir den. Verstehst du?
nicht. Ich verstehe es 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 nicht. Wie kann man denn so komplizierte Kacke bauen? Mann, ey! Gibt es nicht einen, der darüber mal nachgedacht hat, bevor er das entworfen hat hier? Ist extrem ordnungsfreundlich. Nicht einer. Nicht einer hat darüber nachgedacht. So, haben wir. Achtung, jetzt kommt der Moment, dieser spannende Moment. Bekloppt. Wirklich. So. Müsst ihr glatt nochmal herkommen. So eine bekloppte Kettenführung, also ich habe es ja schon gezeigt beim Ausbauen, aber das ist absurd. So. Das ist kompliziert hier erstmal. So, ja. Das muss hier spannend werden. Und das läuft da oben drüber. Da so. Also das muss eigentlich spannend werden, habe ich das schon gesagt. Oh. Spannend und da drüber. Irgendwie so. Ne? Also und nochmal spannend. Und dann da drüber. Hui. Also ganz im Ernst, das kann es nicht sein. Da kriegt die Krise. Wer baut denn das? Was ist denn jetzt los, ne? Oh ne. Okay, jetzt ist die Bremse fest hier hinten. Die Bremse ist jetzt zweite. Das nächste, was gemacht werden muss. Also jetzt mache ich erstmal hier diese eine zu Ende. Ja, es ist so doof, dass es... Ey, wenn es nicht so traurig wäre, ja, ey, dann wäre der Lack lustig. Aber jetzt läuft die Kette, die Kette läuft natürlich jetzt so, dass die hier an diesem Ding schleift, wenn auch nur minimal, ja. Also, dafür werden wir jetzt nochmal aufschrauben und nochmal nachjustieren und schauen, ob wir das noch ein bisschen gedreht bekommen. So, ja. Oh Gott, jetzt reicht's mir aber! Jetzt reicht's mir aber! Schön. Der kriegt die Riese, Alter. Wenn mir jetzt noch einmal runterfällt, ist jetzt das zweite Mal runtergefallen und komplett auseinandergesprattert. Mir reicht's jetzt. Mir reicht es wirklich. Ich krieg die Krise. Ich bin heute eh nicht so drauf, eigentlich, dass ich ein Rad reparieren wollte unbedingt. Aber das muss ja gemacht werden. Ja, und jetzt gibt's ein Problem nach dem anderen.
ist jetzt dem nicht förderlich hier. So, weiter. Reiß dich zusammen, Tommy. Reiß dich zusammen. Es ist, du bist gleich erlöst. So, da ich auf alle Fälle ein bisschen gespannt. Jetzt schleift es an diesem ollen Ding. Okay, schleift nicht mehr. Okay, jetzt kommt dieses hässliche, dieser Eulerkettenschutz. Kettenschutzmontage. Krise. Oh nee, das ist völlig im Arsch hier, das Ding. Auch Kabelbinder. Kettenschutz. Vielleicht könnt ihr mir hier folgen. Man sieht wieder nur Rücken, wa? Ja, weg, weg. Fall doch alle runter. Warum fällt denn alle hier runter? Warum steht denn hier so viel hoch? Was denn hier irgendwas vorher fest? Die Schrumpfhörn schon? Bin gleich wieder da. Gut, haben wir. Ich glaube, das war der Tretlagerwechsel. Ja, wie gesagt, hier die Bremsankerschelle, die schraube ich hier noch fest. Aber ansonsten bin ich jetzt durch, Gott sei Dank. Ja. Gott sei Dank. Bremsankerschelle fest. Und dann müssen wir was mit der Bremse machen. Die funktioniert ja gar nicht. Die tausche ich auf alle Fälle nochmal aus. Den Zug, den Innenzug auf alle Fälle tausche ich aus. Und den Bremshebel hier, den werde ich komplettieren. Da ist hier, fehlt irgendwas. Also hier ist sogar noch ein Schräubchen drin. Hört sich nämlich nicht gut an. Gucken wir mal. Ja. Und das hier ist nur eine Glocke. Wenn ich das hier irgendwie abkriege, ja klar, ich kriege das ab. Ich tausche die Bremshebel und Zug und Hülle tausche ich mal komplett nochmal aus. Ja, erstmal löse ich hier die Schraube. So. Wunderbar. Also wir sehen schon mal, an der Bremse selber liegt es nicht. Die hat genug Spannung. Die funktioniert gut. Die geht leicht nach vorne, geht leicht nach hinten. Da ist nichts verklemmt. Aber hier, man erahnt es schon, man kann es schon sehen, total verrostet. Hier drin total verrostet. Ja, das muss ausgetauscht werden. Da führt kein Weg dran vorbei. So, einmal rausziehen, rausziehen. Ja, und jetzt, wie gesagt, schraube ich hier den Hebel ab. Da löst es alles, schraubt den Hebel ab hier, den Bremshebel, ziehe alles runter und dann baue ich den neuen Hebel an, neuen Bremszug und neue Hülle. Also wir lösen den Hebel. Nichts ist, wo es sein soll. Wir sind in den Griff. Sei großzügig, Tommy. Fehlt man sich weniger. Was ist denn das?
Sind das mit Absicht zu? Na, wenn man das immer alles nicht weiß, ja. Also ich weiß ja nicht, dass hier beim Lenker hier, ist das mit Absicht so? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Da muss ja. Nee, das ist nicht mit Absicht so. Das ist schon mal gesehen hier. Guck mal, wie eingedeltet ist ringsum. Ich glaube, hier ist so ein starkes Band drin, wenn man das zuzieht, dann quetscht das auseinander oder quetscht das zusammen oder. Keine Ahnung. Noch mal sehen. Jetzt die Zughülle. Zughülle haben wir. Und jetzt kommt der Zug. So, das sind ja innenverlegte Züge bei Gazelle. Bei diesen modernen Gazelle-Dingern. Dann gucken wir mal. Das geht wirklich einfach. Tatsächlich schiebt man den Zug einfach nur hier oben rein. Und der läuft dann hier automatisch runter und kommt hier unten raus. Das mal das einzig Gute bis jetzt an dem Rad hier. Okay. Tja, nichts ist perfekt. Nichts ist perfekt. In der Welt. So, Achtung, wir ziehen. Kein doofes Gequietsche mehr beim Ziehen. Also hinten Zug, Bremshebel umgebaut, Zug neu gemacht. Läuft frei. Okay. Läuft. Gut, dann kommt das Ganze noch hier oben rein. Da muss ja noch da oben rein, in diese Versammlung, in diese Zugversammlung hier. Nur noch das Laufrad gerade drin hier. Der Kollege hat sich das ja, wie gesagt, in Holland bestellt. Und hat sich das liefern lassen. Und wahrscheinlich mal zerlegt und er wird selber zusammengebaut haben. Da ist jetzt noch nicht richtig Luft drauf. Also erstmal alle checken. Den Bremshebel müssen wir dann einstellen, wenn es unten steht noch. Ob wir den tiefer machen oder den höher, müssen wir mal schauen, wie es sich so anfühlt. Der Griff muss noch ran. Bin ich mal gespannt hier. Das geht nicht, wa? Guck mal. Also ich schwöre euch, gedacht war es so nicht, ja, dass das hier so voll ruff geht, so indiziert ist. Ja, unglaublich. Gut, jetzt runter mit dem Quack und ich bin froh, dass diese Geschichte abgeschlossen ist. Und jetzt bin ich eigentlich fertig, fast fertig. Jetzt muss ich nur noch ein bisschen mit Waschbenzin abreiben. Ach, und den Bremsanker. Ja, vergesst auch manchmal die Bremsankerstelle. Das darf natürlich nicht sein. Also vergessen habe ich sie jetzt nicht. Ist mir gerade aufgefallen. Aber auch nur. Das ist das A und O. Auch nur, weil ich drüber gewischt habe. Und die ist so wichtig. Ja, also unglaublich. Ja. Ich mache den hier mal ein bisschen sauber, den Kasten. Kriegt natürlich nicht so. Dazu brauche ich Waschbenzin. Sehr schön. Ja, so sieht es aus. Fertig ist es. Das hört ihr auch, oder?
geht doch hier oben richtig doll. Ich baue es nochmal ab. Okay, jetzt öffnen wir den hier nochmal. Also noch komplizierter kann man es nicht machen. Zwei Mini-Inbus-Schrauben sind zu lösen. Wenn man das Werkzeug nicht hat, ist man so ein bisschen aufgeschmissen. Ich verstehe das nicht, das System. Irgendwie. Das hat mich total ärgern. Ich krieg die Krise. Ich baue jetzt hier eine Schraube ein oder was und ziehe das fest. Das macht doch alles keinen Sinn, Leute. Das ist die Gabel. Die kann man überhaupt nicht spannen oder so. Hier, der Steuersatz wackelt wie Sau. Ja! Ich habe jetzt gerade die Pakete und den Brief weggebracht von der Bahn. Tretlager ist in Ordnung jetzt. Der Steuersatz dran. Bremse habe ich auch schon gemacht. Der geht nicht raus oder was? Der, mm-mm. Der lässt sich nicht fixieren. Der wackelt ja. Wackelt ja wieso? Und ich wollte nur mal kurz nachstellen. Du hast dann halt gesehen, dass es komplett falsch zusammengebaut ist. Normalerweise gehört ja hier eine Kralle rein. Ist ja klar. So, dann wird das Ding da auch hochgeschraubt und auch festgezogen. Was lernen wir daraus? Dass wir niemals zu viel. Mach niemals zu viel, ja. Lass mal bloß mal wieder weg. Ja, aber jetzt wollte ich es ordentlich machen. Letztlich ist es ja dann doch irgendwie, hat es ja funktioniert. So, ne? Aber wenn ich das hier drauf habe, das muss doch fest zu kriegen sein. Es kann ja nicht sein, dass man das nicht festkriegt. Dann kann ja nicht sein, dass hier. Da ist ja dafür extra so was hier vorgesehen. Ne? Da wird ja eine Schraube drin. Das kann doch nicht sein, Marlies. Das kann einfach nicht sein. Das muss doch hier fixiert sein. Das ist überhaupt nicht fixiert. Da fixiert er nichts. Hier, wie denn, womit denn? Also, da ist ja auch nichts. Warum ist da noch nicht wie bei allen Schrauben, wie bei allen Rädern so ein Ding drin, was hier durchgeht, so eine Spindel, womit man nicht spannen kann? Warum ist denn hier nur so ein Quatsch dran, so ein Blödsinn hier? Guck, so was hier. Aber das bringt mir doch exakt mal ja nichts. Ach Mensch, wenn es nicht so kompliziert wäre, ey. Was für ein Akt, ey. Alles nur um den Steuersatz zu vernünftig zu vertüdeln. Und das wackelt nicht mehr. Fantastisch. Regulär gehört sich hier eine Vorrichtung ein, damit man nicht spannen kann. Ne? Hier oben ist einmal frei Platz. Ja, da hört sich eine Schraube drin, damit man nicht ranziehen kann. Alles. Ist nicht da. Ist nicht vorhanden. Wenn einer von euch weiß, wie das besser geht hier mit dem Spannen, dann bitte gerne.
Her mit der Info. Schreibt es einfach in die Kommentare. So. Es ist fest. Da knackt nichts mehr. Zack. Perfekt. Das war Tommy gegen das Hollandrad, Teil 1 im Jahr 2020. Ich bin ganz schön geladen. Auf alle Fälle, das hat mich echt gefordert. Diese Kunststoffkonstruktion da unten am Tretlager ist ja wohl der letzte Husten. Und wie gesagt, also optimal ist das nicht. Man ist doch wirklich so weit mit Fahrrädern, dass man so eine ganz simple Geschichte da erfinden könnte, die universell auf alle Hollandräder passen könnte. So was muss es doch geben. Das kann doch nicht so schlimm sein. Und aus dem Material, was auch nicht so schnell kaputt geht, vielleicht. Kunststoff wird spröde, platzt. Blech verbeult, fängt dann an zu klappern und zu schleifen. Aber es gibt doch hochbelastbare Kunststoffe. Die sind schwer. Okay, aber die taugen halt auch. Also das muss doch möglich sein, aus diesem Material auch einen Kettenschutz herstellen zu wollen. Wenn man das überhaupt will, dass man dort einen... Also die haben ja eine Flexibilität, was ja gut ist durch die ganze Vibration. Da bricht nichts ab, genauso wie bei so Kunststoff. Wenn der dann hart wird, dann bricht halt da auch mal was ab, wenn du über Kopfsteinpflaster fährst, irgendeine Aufnahme, irgendeine Lasche, irgendeine Öse, irgendwas bricht da immer ab. Und wenn du das auseinanderbaust, mal auf einmal knack, hast du das Ding in der Hand. Das geht ja nicht. Es muss doch was geben. Es ist wahrscheinlich nicht gewollt. Macht euch mal einen Kopf drüber. Ich bin auf alle Fälle happy. Das Ding steht gut da jetzt. Die Bremse funktioniert. Wunderbar. Licht läuft. Reifen sind aufgepumpt. Kette läuft. Dann hoffe ich, er hat damit lange Freude an dem Ding und dass es nicht so schnell wieder kaputt geht, dass ich es nicht so schnell wieder hier auf den Tisch habe. Da war na, oh na, na. Hast du Pfeffer und Salz dran? Natürlich nicht. Reichlich. Das war's. Mehr braucht nicht das Kind. Tja, das Gute ist, wenn die Kinder das nicht aufessen wollen, der Papa steht immer zur Verfügung. Ja, das war der erste selbstgemachte Brei. Ich gehe jetzt schneiden. Abmoderation für heute. So, heute war ein sehr beschaulicher Tag. Ich habe geflucht und getrampelt und bin im Keller fast im Erdboden verschwunden, weil ich ein Hollandrad reparieren musste. Und zwar eine Gazelle, neuere Bauart. Auf alle Fälle eins der schlimmsten Hollandräder, die ich bisher hatte. Mit definitiv zu vielen Plastikteilen dran. Letztlich habe ich es repariert bekommen und hoffe auch, dass es dem Kunden zu Genüge gereicht. Ja, das war's. Und damit verabschiede ich mich. Mein Kind weint. Also, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao, sagt der Tommy.